Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Twine. Und ich muss wirklich sagen, mir gefällt das Spiel wirklich sehr. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Bei mir machen Rätselspiele viel Spaß. Wirklich. So, eine weitere Erfahrungsviole bekommen. Einfach drüber springen. Runter. Zum Krieger wechseln, weil ich weiß nicht, was... Oh. Komm. Put. Komm. Ich bin hier. Komm. Put. Komm her. Kann ich die Faust beeinflussen? Kann ich. Ah, schade. Die hängt da. Okay, schade. Ich dachte, die würde es runterplumpsen. Oh, böse. So. Ich glaube, das waren alle Erfahrungsfiolen, die wir über die Gegner bekommen konnten. Ja. Dann gibt es noch eine, vier Fiolen über... Vier Fiolen, wenn ich mich nicht irre, die wir über den Level an und für sich bekommen können. So. Brauchen wir die Faust vielleicht? Ich nehme sie mal mit. Weiß ja nicht. Kann ja vielleicht gut sein. Ein interessantes Konstrukt. Juhu! Ich mag die Physikspielchen. Ah, du sollst auf die Plattform. Erstmal. Weiß ja nicht, ob wir die für irgendwas brauchen. Okay, da ist nur ein gehender Abgrund. Ich mag gehende Abgründe. Nicht. So. Evasiv ist diesmal. Nein! Ah, das mag ich nicht. Drehende Plattform. Ich habe die noch nie gemocht. So. Ja. Ah, yep. Gut. Jetzt sind wir hier. Ich weiß nicht, was wir mit der Faust hätten machen können. Ich weiß es leider nicht. Aber ich gehe weiter. Ich finde die Grafik wirklich nice. Was vor unseren Helden lag, war unbekannt. Sie hatten seit langer Zeit keine Menschenseele gesehen. Die Untoten hatten alles verwandelt. Sie waren vom Bösen umgeben. Aber unsere Helden mussten vorankommen. Sie waren auf der Suche nach dem Grab. Der Zauberer war sich sicher, dass es zu dem Gründer der Astralakademie gehörte, der einer der drei Hüter war. Wenn sie sein Grab finden könnten, würden sie vielleicht einen Zauberspruch finden, der sie von dem Trine befreien könnte. Tja, da sehen wir gerade, wir sind von hier aus oder von hier aus. Ach, egal. Wobei, ich glaube, wir sind von hier aus jetzt hierher gereist. Alles klar. Wo sind wir? Wir sind unter der Astralakademie. Niemand war in den letzten Jahrzehnten hier. Mein Schwert soll uns auf dem Weg anführen. Folgt mir! Alles klar. Ja, genau, wir haben den nächsten Abschnitt erreicht. Die vier verbleibenden Fiolen, da werde ich im Offplay gucken. Muss ja kein 100%-One werden. Ich will das Spiel einfach durchbringen. Beziehungsweise natürlich nicht einfach durchwaschen, sondern schön gemächlich spielen, so wie ich immer... Ja, so wie ich immer halt spiele und so. Ruhig und spannend und so weiter. Und halt. Ja. Weiter geht's. Können wir auch noch... Nein, wir können nicht zurück. Sieht das nicht ulkig aus? Als hätte er Zuckungen. So. Wir sind jetzt in den... Wo sind wir hier? Wo sind wir eigentlich? Wir sind in den Katakomben, so viel wurde gesagt. Au. Depp. Wer mir Schaden zufügt, ist ein Depp. Ja. Habt ihr nicht gewusst, hä? Du hast mich nicht getroffen.
Du hast aber versucht, mich anzugreifen. Du bist trotzdem ein Depp. So. Ah, seht mal da oben. Aha. Yay, yay, yay. Da ist noch was. Was ich haben will. Verdammt. Wie kommst du jetzt noch dran? Hey. Moment, kann ich zum letzten Checkpoint zurückkehren? Um das noch zu holen vielleicht? Keine Ahnung. Auch die Musik. Das ist wirklich toll. Ah. Oder gibt es denn vielleicht doch eine Möglichkeit? Nee. Diese Kugel hilft uns definitiv nicht weiter. Hilft uns diese weiter? Nicht vielleicht doch. Ah, komm, hol mir die. Ah. Aber vielleicht, einen Moment. Mit Zauberei geht alles besser. Juhu! Wer es kann, der es kann. Keine Gnade für Erfahrungsfiolen. Das war so ein Teil aus Beyond Good and Evil. Wer das Display nicht kennt, beziehungsweise das Spiel nicht kennt, ja. Warum komme ich erst auf mein Let's Play zu sprechen? Schleißwerbung. Fort Wien. Oder so. Nee, aber wer das Spiel nicht kennt, der kann sich gerne ein Let's Play davon bei mir angucken. So. Gehört sogar zu einem meiner neueren Let's Plays. Und ich habe gerne Let's Played. Wer es mal sehen möchte, kann gerne reinschauen. Aber nur wenn möchte, ne? Ja? Ha. Nee? Ah. Aber das hilft nichts, oder? Doch, das hat geholfen. Wunderbar. Klar, wer uns hier hilft, das ist der Krieger. So. Hier ist eine Druckplatte, damit geht dieser Weg auf. Alles klar. Die Gegner hier sind nicht unbedingt doof. Haben eine recht gute Wegfindung. Wie ich sagen muss. Aber das hilft ihnen auch nicht weiter. Gut. Dann nach unten. Komm nur her, du. Ich bin bereit. Die zu töten. So. Lächerlich. Du willst mich erwischen. Aua. Na gut, du hast mich erwischt. Das war aber gemogelt. Das war gemogelt. Anstürmende Gegner begrüßt man mit einem Pfeil in die Fresse. Aua. Treffer. Der ging ins Herz. Moment mal. Ins Herz? Oh. Noch einer. Okay, dann gehe ich besser oben lang. Sehr gut. Ich konnte ihn rechtzeitig erledigen. Bap. So, ich muss sagen, das Spiel macht echt Spaß bisher. Und ja, liebe Leute, ich weiß, dass es einen zweiten Teil gibt. Sehr schön, ein bisschen Lebensenergie für uns. Okay, gut. Nun hierüber. Wie kommen wir da dran? Diebin?
Ah, Moment. Hier. Das sieht mir nämlich ganz gut aus. Ui, das sieht mir sogar sehr gut aus. Ein Geschenk. Ein Geheimnis haben wir entdeckt. Das Amulett des Energiegewinns. Ein magisches Amulett, das von Untoten, das Untoten und Monstern die Energie entzieht, um sie dem Charakter hinzuzuführen. Doch nur, wenn er sich im Schutz der Twine befindet. Erneuert Energie, solange der Charakter nicht aktiv ist. Jedes getötete Monster erneuert 3 Erfahrungspunkte. Ah! Doch, man kann auch Gegenstände verteilen. Aber nur bestimmte, oder? Nee, alle. Tatsächlich, doch. Man kann alle Gegenstände. Ich frage mich nur, wie ich das gerade gemacht habe. Keine Ahnung. Egal. Wahrscheinlich bedeutet das mit dem Gegenstände, dass sie die Gegenstände bekommen will, einfach, dass sie die Gegenstände am Ende des Abenteuers behalten möchte. Ganz einfach. So, das heißt, der Magier bekommt jetzt das Amulett des Energiegewinns, weil das kann er im Moment gebrauchen. Ja. Und der Krieger bekommt das Amulett der Lebensenergie. Das wiederum kann er gebrauchen. Und ich sehe, wie es weitergehen wird. So. Hep und hep und hep. Und rüber da. Einmal hier rüber. Und Magier bitte. Oh, ja, nicht so ganz. Fast. Das war, verlief nicht ganz nach Plan, glaube ich. Zumindest kommen wir. Na, mach doch Sachen. Tut mir leid, wenn ich fehle, aber das gehört halt zum Spiel dazu. Fails sind. Ich meine, was wäre das Spiel ohne Fails? Ne? Das frage ich euch einfach mal. Was wäre ein Spiel ohne Fails? Langweilig. Und wir haben es geschafft. Irgendwie. Oh, super. Okay, ein Bossgegner. Kann ihm schaden. Aber wann kann ich ihm schaden? Ah, ich muss den Kopf treffen. Sehr gut. Da muss ich eigentlich nur unter. Ah, er variiert seine Angriffe natürlich auch. Wäre ja langweilig, wenn er das nicht tun würde. Ah. So. Aha. Ja, komm her. Ich habe keine Angst vor dir. Die Angriffe machen wir eigentlich gar nichts. Oder doch, sie machen hier was. Yay, wir haben gewonnen. Wunderbar. Gibt es noch Sachen, die wir hier sammeln können? 2 Geheimnisse, 20 Fiolen über den Kartenabschnitt und 15 über die Gegner. War das vorher genauso? Weiß ich gar nicht mehr. So. Truhe öffnen. Aufmachen. Stärke der Titanen für Ritter gefunden. Ah! Ausgestattet mit der Stärke der Titanen reichen die Fähigkeiten des Ritters noch weiter. Der Ritter kann kleine Objekte aufsammeln und damit werfen. Dies verringert allerdings sein Maßtempo und verbraucht einen kleinen Teil seiner Energie. Nächste Stufe Ansturm. Gibt dem Ritter vorübergehend höhere Geschwindigkeit, um Gegner zurückzuschlagen. Besonders geeignet bei Gegnern mit Schild. Alles klar, das heißt, wir haben das erste personalisierte Item gefunden. Jetzt holen wir uns erstmal diese Erfahrungsfiole, weil ich sie haben mag. Alles klar. Boing. Das war ja sehr effektiv, glaube ich. Naht. Ein Energietra. Au. Schmerz. Lass nach, bitte.
hol mir, glaube ich, erstmal. Ich lege erstmal die beiden Kisten weg. Ein bisschen. Wäre, glaube ich, ganz gut. So. Ich denke, das macht dann sie. Oder doch nicht? Nee. Sie kann dann nicht da festhalten. Okay. Wo geht's lang? Kann er mit den... Nein, er kann damit nichts anstellen. Gut. Wollte ich nur wissen. Aua. It hurts so much. Zaubercast. So. Müsste klappen. Und das hat es auch. So, aha. Da oben haben wir was. Was mir gefällt. Yay! Erfahrungsfiole für uns. Einmal herunterziehen. Und... Ah, okay. Wie machen wir das am klügsten? Ist eigentlich klar. So. Und nichts anders. Und nun umgekehrt. Und entfernen. Beide mal ganz geflissentlich. Mal für kurz. So, und dann holen wir eine neue herbei. So. Mit der geht das noch ein bisschen besser, glaube ich. Ah. Ritter, zerschlag die Kisten. Auf die Weise werden wir sie schneller los. So. Eine große Kiste, bitteschön. Wumps. Na, die große birgt das gewisse Risiko, dass wir zu weit nach oben. Beziehungsweise, dass... Ja, sie zu groß ist. Ja. Nein! Doof. Okay, dann muss das jemand anderes machen. Also, das mit der Magie und so, dass wir die Kiste da brauchen, stimmt schon. So. Wofür sind die Dinger eigentlich? Kann irgendwer darüber? Ha. Es ist immer knapp. Oh, niedlich. Eine Babykiste. So werden so wird der Kistennachwuchs gemacht. Wisst ihr, Leute? Einmal Magier. Naja, dann komm mal hoch. Wenn du unbedingt kämpfen willst. Oder nee, bleib da. Ich kümmere mich schon um dich. Irgendwie. So, auf die Art. Und Weise. Warum macht es mir jetzt eigentlich so schwer? So. Okay, Ah, alles klar. Gut, das so zu wissen. Dann nochmal eine schwere Kiste, bitteschön. Alles klar, da muss irgendwie... Seht mal. Während die Kiste... Seht mal diese Klappe.
springt immer wieder zurück. Oh, ja, gut, dann halt so. Dann habe ich die Klappe am Ende doch nicht mehr gebraucht. Irgendwie enttäuschend. Naja, egal. Geschafft ist geschafft. Und ich würde jetzt sagen, ich mache Pause. Und an dieser Stelle mache ich einen Cut, denn die Aufnahmezeit ist rum. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder, wenn es wieder ist. Let's Play Twine. Ich hoffe, die Folge zu schauen hat euch Spaß gemacht. Mir hat auf jeden Fall, mir macht das Spiel auf jeden Fall bisher sehr viel Spaß. Und ich hoffe, ihr seid auch das nächste Mal wieder dabei. Bis dahin. Ciao.